Moin Moin und herzlich willkommen bei The GameCube zu einem neuen Commentary auf unserem Kanal. Heute habe ich im Hintergrund für euch ein Gast-Gameplay, ein Call of Duty Advanced Warfare, hier steht gar kein Score dabei, das ist jetzt ärgerlich. Auf jeden Fall hat es eine 4er KD, ist vom User Varions, vielen Dank an dich. Kanal findet ihr wie immer in der Beschreibung. Im Moment bin ich leider wieder ein bisschen auf Gast-Gameplays angewiesen. Ich kann mir jetzt leider nichts machen, ich komme überhaupt nicht mehr zum Spielen. Wie wir jetzt gemerkt haben, seit 3 Wochen kein Video mehr. Hey, ich hab. Ist es 3 Wochen oder fast ein Monat? Krass. Ich sollte wirklich öfters Video machen. Nee, aber in letzter Zeit bin ich aus schulischen Gründen meistens gar nicht mehr dazu gekommen, überhaupt noch großartig mir Gedanken übers Aufnehmen zu machen. Ja, also jetzt die letzten 2 Wochen war ich jetzt allein mit Klausuren beschäftigt, davor den ganzen anderen Scheiß vorbereiten und alles. Und auch im Moment sieht es wieder nicht ganz so blumig aus, aber gut, nächste Woche habe ich jetzt erstmal ein bisschen was frei. Deswegen komme ich jetzt auch mal wieder ein bisschen was zum Aufnehmen. Hab schon fürs Wochenende einen Plan, um was ganz Neues mal zu machen. Wird, das kann ich soweit schon mal sagen, wird voraussichtlich eine Kooperation mit anderen YouTubern. Kann man sich ja was vorstellen, vielleicht. Naja, und jetzt die Tage, vielleicht auch noch heute, nehme ich noch ein neues Reingeschauen auf. Muss ich aber mal gucken, ob ich heute noch dazu komme oder ob ich es jetzt morgen mache. Auf jeden Fall habe ich das schon soweit vorbereitet. Ihr werdet es gemerkt haben, vor allem gesehen eher weniger, aber hier die Musik vom Intro hat sich geändert. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich wurde über Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass die Musik, die ich in dem Intro verwendet habe, dass die ein Wasserzeichen, ne, ein Watermark drin hatte. So, und bevor mir dann irgendwie eine Gesellschaft oder sowas ans Bein pisst, habe ich mir überlegt, gut, dann nehme ich jetzt eben wirklich unser altes Lied wieder, das hier Ignition von DJ Rock, und weil das geht nämlich so weit, denke ich, oder nee, bin ich mir hundertprozentig sicher, das geht, und dann, damit wäre das Problem gelöst. Bei den alten Intros muss ich erstmal gucken, bei den alten Videos, die möchte ich deswegen jetzt nicht aus dem Netz nehmen, wo das Intro verwendet ist. Ich weiß nicht, ob ich da so ein großes Risiko eingehe, wenn ich das jetzt drin lasse. Ich überlege mir gerade, ich habe jetzt bei einem Video das mal ausprobiert, ich habe da einfach mal über YouTube direkt ein Lied einfach drüber gelegt. Es klingt scheiße, weil das andere nicht stumm ist, aber da kann man jetzt nichts dran ändern. So, vielleicht komme ich so drum rum, weil das alles neu hochladen mache ich nicht und alle Videos runternehmen auch nicht. Deswegen ist das die einzige Möglichkeit, oder ich lasse es eben so, wie es ist, und wir leben da jetzt damit. Mal gucken, werde ich mir jetzt die Tage nochmal überlegen. Vielleicht werde ich auch Lars nochmal fragen, mit dem ich bis vorhin am Schreiben war. Was ich eigentlich, ja, das war so im ruhigen Ring, was ich so vor mir gehen wollte, eigentlich nur, dass ich wieder da bin. Ja, wurde in den Kommentaren schon gefragt, fand ich ungewöhnlich, dass sich jemand fragt, warum es keine Videos mehr gibt. War ja überrascht, weil gab sonst immer so wenig Kommentare in letzter Zeit. Fand ich cool, wirklich, hat mich gefreut. Und deswegen nehme ich jetzt auch wieder was auf. Und habe mir jetzt kein festes Thema überlegt, weil ich einfach nur was so ein bisschen mehr von mir geben wollte. Übrigens in letzter Zeit ist ja natürlich jetzt viel passiert und ich kann das jetzt natürlich nicht alles aufholen. Aber wozu ich was sagen wollte, was ja noch in der Zeit lag, ist, dass GTA 5 schon wieder verschoben wurde. Ich weiß, es wurde jetzt oft genug thematisiert und ich habe in einem Forum auch schon meine Meinung mal dazu abgelassen, aber ich werde immer öfters darauf angesprochen. Man kommt immer mit dem Argument her, aber hier, es ist doch gut, seid doch froh, dass sie kein unfertiges Spiel rausbringen. Ja, da habe ich ja auch nichts gegen, wirklich. Das ist super, ganz toll, Rockstar. Aber trotzdem, wenn man es nicht schafft, ein Spiel in einem gewissen Zeitraum fertig zu bekommen, dann sage ich nichts. Ich habe es so oft mittlerweile in Videos erwähnt. Mindestens 4-mal habe ich gesagt, dann macht's wie bei Duke Nukem Forever. Dann sagt ihr einfach, das Spiel kommt raus, wenn es fertig ist und gut ist, dann fragt keiner nach. Klar, lange Entwicklungszeit heißt nicht, dass das Spiel auch gleichzeitig gut wird. Ja, die haben 13 Jahre für das Spiel gebraucht und es war scheiße. Aber trotzdem, so habe ich wenigstens nicht immer die Enttäuschung von potenziellen Käufern, die dann eventuell sogar gar nicht mehr bereit sind, das Spiel zu kaufen. Ich zum Beispiel habe jetzt keine Lust, bei mir GTA 5 für den PC zu kaufen. Meine Schwester hat das für PS3 geholt, ich habe das da mit ihr zusammen durchgespielt. Und das Spiel ist für mich jetzt erstmal, ja, Geschichte. Es ist ein super Spiel, es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ich habe knapp, ja, bestimmt 40 bis 50 Stunden in dem Spiel verbracht. Und gegen das Spiel ist auch nichts einzuwenden. Aber ich hätte jetzt keine Lust, keine Motivation, den ganzen Spaß auf dem PC nochmal durchzuspielen.
Für nichts und wieder nicht außer bessere Grafik. Das wäre ja alles. Ja, der Multiplayer, naja, okay, ist nett, habe ich ab und zu gern gespielt, aber alleine macht er eben nicht so viel Spaß. Mit Freunden ist okay, aber da ist dann auch wieder so die Sache, da fehlt die Zeit und am PC spielen eh bei mir im Freundeskreis recht wenige. Und von daher ist das eben so eine Geschichte, ich wäre nicht bereit, das Spiel für 30 Euro mitzunehmen im Laden. Also wäre mir echt noch zu viel. Und dementsprechend muss ich sagen, dass der Rockstar in Zukunft sich das besser überlegen sollte. Also vor allem, wenn man das 2 Wochen vor Release nochmal verschiebt. Nochmal. Nachdem man es schon 2 Mal verschoben hat. Naja, gut. Das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Eine 4er KD und ich kenne den Score nicht. Das ist aber auch eigentlich egal. Wie gesagt, den Kanal findet ihr in der Beschreibung. Danke nochmal an dich. Finde ich klasse, dass ich hier immer noch, obwohl das Formular mittlerweile extrem alt ist und ich es über Strecken teilweise selbst vergessen habe, dass es sowas gibt bei mir oder bei uns. Finde ich es klasse, dass ihr noch Gameplays einschickt. Wenn ihr noch welche habt, immer her damit. Der Link ist in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.